Hallo zusammen, schön, dass ihr da seid. Ein Tischset bietet viele Möglichkeiten zur Gestaltung und es lässt sich an jeder kleinen Haushaltsmaschine umsetzen. Dazu eignet es sich sehr gut für Anfänger, um auf kleinerem Raum mal Dinge auszuprobieren. Herzlich willkommen bei Needle Engine. Mein Name ist Elke und wir legen los. Meinen ganz herzlichen Dank an die Kanalmitglieder für eure finanzielle Unterstützung. Um unser Tischset arbeiten zu können, brauchen wir drei Farben. Wir brauchen eine Farbe für den Hintergrund und zwei Farben für unsere Dresden Plates. Ich möchte aus meinen Dresden Plates gerne eine Sonne arbeiten, also habe ich die Farben Gelb und Orange gewählt. Die Schablone, mit der ich arbeite, habe ich euch unter diesem Video verlinkt, sodass ihr, wenn ihr wollt, mit der gleichen Schablone arbeiten könnt. Um mein Tischset arbeiten zu können, habe ich mir zunächst einmal ein Sandwich aufgebaut aus einem Oberstoff, einer Füllung. Dazu habe ich mir Reste aneinander gesetzt. Das geht ganz wunderbar, das eignet sich gut für Tischsets. Und als Unterstoff habe ich den gleichen Stoff gewählt. Zunächst einmal brauchen wir unsere Templates. Die schneiden wir aus den beiden Sonnenstoffen aus und in ganz unterschiedlichen Größen. Welche Größen ich verwendet habe, das seht ihr unter dem Video. Wir nehmen ein Stück Stoff. Unser Stoffstück können wir mehrfach falten. Ich falte mein Stoffstück so, dass ich einmal von der einen Seite und einmal von der anderen Seite zuschneiden kann. Dadurch habe ich am wenigsten Verlust. An meinem Lineal sind Linien für ganze Inch und für halbe Inch eingezeichnet. Ich kann die halb Inch, ein Inch, anderthalb, zwei Inch bis zur 9,5 Inch Linie jede Größe mit diesem Lineal arbeiten. Unsere Größe soll 5 Inch werden. Mein Lineal hat schon eine eingetragene Nahtzugabe von 1/4 Inch. Ich brauche also nichts mehr dazu rechnen. Ich kann mein Lineal anlegen und ich kann schneiden. Unsere Templates sollen eine Größe von 5 Inch bekommen. Ich habe hier schon meine Inch-Seite. Hier habe ich die 1-Inch-Einteilungen. Wir richten unsere untere schmale Stoffseite an der 1-Inch-Linie aus und unsere Wüste noch nicht zugeschnittene Stoffseite lassen wir über die 5-Inch-Linie herüberragen. Wir legen unser Lineal gerade an der 5-Inch-Linie an und wir schneiden einmal zu. Auf diese Weise schneiden wir alle Templates in der gewünschten Größe zu. Ihr findet die Größenangaben unter diesem Video. Aus diesen Templates möchten wir die Sonne arbeiten. Das erste, was wir machen, ist, wir nehmen ein Template, falten das über die Mitte und wir nähen einmal die breite Seite zu. Ich arbeite gerne mit meinem Standardnähfüßchen und damit das gut funktioniert, habe ich mir eine Schablone mit Nahtlinien, Nahtlinie und Nahtzugabenlinien vor mein Füßchen gesetzt. Wenn ihr mit der gleichen Schablone arbeiten möchtet, findet ihr auch diese Schablone unter dem Video. Wir legen die äußere Kante an der Nahtzugabenlinie an und wir schließen die Linie mit einem kleinen Stich. Ich habe hier knapp 1,8 oder knapp 2 gewählt. Wir können alle Templates in Reihe hintereinander nähen. Das Schöne ist, unsere Sonne muss nicht ganz gleichmäßig werden. Wenn eure Nähte eher schief werden und die eine Strahle ein bisschen länger als die andere, passt das für unsere Sonne ganz wunderbar. Von jeder einzelnen Template-Größe habe ich 5 Templates angefertigt und diese hole ich nun unter der Maschine heraus und schneide sie einmal auseinander. Party! Wenn wir alle Streifen an der breiten Seite zusammengenäht haben, dann möchten wir sie einmal bügeln. Aus diesen zusammengenähten Stoffseiten formen wir nun Spitzen. Das heißt, wir schlagen die Seite auf, schlagen die Nahtzugabe einmal nach innen . Wir formen das ein bisschen aus und
bügeln das Ganze einmal flach. Und wenn wir das haben, richten wir sie nach unserem vorgelegten Muster aus. Unsere Sonne soll in einem Viertelkreis liegen. Das Lineal, das ich mir ausgesucht habe, gibt schon an, wie viele Templates ich für meinen Kreis brauche. Für einen kompletten Kreis aus Dresden Plates bräuchte ich bei dieser Linealgröße 40 Stück. Wir legen ein Viertel aus, also brauchen wir 10 Stück. Hier sind jetzt meine orangefarbenen Strahlen immer gleich lang und meine gelben Strahlen verjüngen sich. Damit ich hier nun beim Zusammensetzen meiner einzelnen Templates nicht durcheinander komme, möchte ich das nicht, wie man es machen könnte, Paare zueinander setzen, sondern ich möchte jedes Mal, wenn ich ein Stück genäht habe, das eben zur Kontrolle anlegen, möchte das einmal überschlagen, damit ich genau sehe, wo ist die nächste Naht. Und das möchte ich dann wieder mit zur Nähmaschine nehmen. Ich lasse meine Naht durchlaufen, damit, wenn ich das auseinanderschlage, ich kein Ergebnis wie dieses hier bekomme. Meine durchgenähte Naht zeigt mir schon an, wo sich mein Template mit der Nahtzugabe nach innen schlagen muss. Wenn wir alle Templates aneinander genäht haben, bügeln wir einmal unsere Nahtzugabe ein. Meinen ersten Kreis habe ich nun fertig. Aus meinen vorbereiteten Patches kann ich nun den zweiten Kreis aufbauen. Für meine äußere Reihe brauche ich nur 8 Templates. Wir schlagen unsere obere Lage ein bisschen zurück. Wenn ich meine obere Sonne zurückgeschlagen habe, möchte ich einmal diese Längslinien im Nahtschatten quilten. Diese Längslinien der ersten Sonne. Ich habe einen goldfarbenen Faden eingespannt. Wir können unser Standardnähfüßchen halten. Wir treiben unseren Stoff in Richtung der Sonne nach außen. Das passt doch ganz wunderbar. Meine Sonne möchte ich später noch quilten. Das heißt, ich lasse diese Ecken frei, damit ich sie später noch zurückschlagen und mit meiner Quiltlinie darunter starten kann. Und wenn wir unseren Rand nun schon komplett gequiltet haben wollten, könnten wir nun hingehen und einmal oben um alle Zacken herum nähen. Ich lasse meine Zacken offen. Meine Sonne ist soweit fertig gepatcht und wenn ich nun schaue, sehe ich einen Fehler. Ich habe hier 3 Zacken auf genau der gleichen Länge und ich finde, das stört dieses Strahlenmotiv. Jetzt ist die Frage, möchte ich das Ganze trennen und ändern oder möchte ich diesen Fehler mit in die Designentscheidung mit hineinnehmen? Meine Spitzen habe ich noch nicht geschlossen und das ist der Punkt, hier möchte ich gerne ansetzen. Meine Idee, ich nehme 2 weitere Strahlen und diese Strahlen möchte ich eng aneinander setzen. Das machen wir einmal. Wir nähen sie zusammen. Dieses Mal Füßchen breit, denn wir möchten unsere Strahlen ein bisschen schmaler bekommen. Meine beiden neuen Zacken kann ich nun unter die mittlere der beiden Zacken schieben. Das ist meine Sonne und um mein ganzes Tischset arbeite ich nun noch ein Binding aus dem gleichen Rand, denn ich möchte nachher, dass es aussieht, als wäre es ein offenes Stück. Dazu nehme ich meine Briefeckenschablone. Die könnt ihr selber erstellen. Dazu verlinke ich euch ein Video oder ihr könnt sie im Etsy-Shop herunterladen. Auch den Link setze ich euch in die Infobox. Und so schaut die Sonne auf unserem Tischset nun aus. Mir gefällt das sehr gut. Wir können sagen, wir lassen das so. In der kommenden Woche werde ich dieses Tischset noch quilten, denn hier gibt es noch jede Menge freien Raum. Wenn ihr Lust habt, schaut mal bei Emanuela Jeske im Podcast
Quiltkarussell hinein. Sie hatte mich zu einem Podcast eingeladen, vielleicht habt ihr Lust und hört euch das mal an. Emanuela Jeske hat sehr viele interessante Themen und interessante Gäste in ihrem Podcast. Das ist sowieso sehr interessant. Ich verlinke euch das unter dem Video. Es macht Spaß, sich das während des Nähens anzuhören. Ich mache es auf jeden Fall sehr gerne. Jetzt wünsche ich euch eine wunderschöne Woche. Bleibt gesund und glücklich und denkt daran, was immer auch passiert, einfach weiter quilten und patchen. Und wir quilten in der nächsten Woche weiter. Tschüss!